Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer, zur Fanshow. Ja, am heutigen Nachmittag fanden die Erstligapartien statt. Lassen Sie uns nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Da trafen Augsburg auf Leipzig, Leverkusen auf Wolfsburg, Dortmund auf Stuttgart, Freiburg auf Bremen und das Topspiel des Nachmittags, Hoffenheim auf den ersten FC Bayern München. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, Augsburg und Leipzig. Man hatte ja schon das Gefühl, das könnte durchaus ein sehr interessantes Spiel werden, nachdem Augsburg ja durchaus einen Achtungserfolg im Pokal gegen den großen FCB errungen hat. Am Ende ging das Spiel 3:3 aus. Ja, und Vizekusen und Wolfsburg trennten sich ebenfalls unentschieden 2:2. Ja, aber jetzt kommt es. Dortmund quasi vernichtete Stuttgart mit 5:0. Das hätten wohl die wenigsten erwartet. Und Freiburg besiegte Bremen mit 2:0. Und dann haben wir natürlich noch das Spiel der großen Bayern. Ja, die gewannen ihrerseits auswärts gegen Hoffenheim mit 2:0. Ja, momentan läuft das Spiel München-Gladbach gegen Frankfurt. Dort stand es zur Halbzeit 3:0 für Frankfurt. Wie das Spiel ausgegangen ist, erfahren Sie heute Abend im aktuellen Sportstudio. Also, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich vielmals für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ihr Franz Josef Ballmann. Machen Sie es gut!